Und da sind wir wieder bei Let's Play Terranigma. Ich habe mich doch noch zu einer kleinen Session-Verlängerung entschieden. So eine Dreiviertelstunde machen wir noch. Ist zwar schon spät abends, aber ja, mich lässt das jetzt einfach keine Ruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Theorie, die war schon korrekt, dass wir jetzt diesen Beruga finden müssen. Allerdings befindet er sich nicht mehr in Neo-Tokyo. Die Geschichte hat uns ja schon verraten, dass der verschwunden ist. Und wir müssen den aber ganz woanders suchen. Deswegen kommen wir jetzt erstmal nicht in Neo-Tokyo weiter. Das kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber, ja, da kommt tatsächlich noch ein kleiner Dungeon auf uns zu in Neo-Tokyo, da in der Kanalisation. Aber halt später erst. Wir müssen nochmal nach... wie heißt das jetzt nochmal? Seeheim. Und zwar müssen wir dann mit dem Will reden, der das Flugzeug ja gebaut hat und das uns geschenkt hat. Und zwar sind wir jetzt das erste Mal geflogen und seitdem haben wir ihn noch nicht wieder angesprochen. Und das ist der kleine Fehler. Das müssen wir nämlich nochmal eben machen. Denn der hat jetzt Pläne oder so, die er uns geben will. Das habe ich irgendwie noch rausgefunden jetzt offscreen. Offscreen. Und die müssen wir nochmal in der Welt verbreiten. Und ich habe schon so eine Ahnung wo. Und das möchte ich nochmal eben kurz machen. Bevor ich nämlich noch einen zweiten Hinweis ausprobieren möchte. So, folgendes. Hier oben war Seeheim. Genau. Und wenn wir jetzt hier rechts lang düdeln. Da. Kommen wir wieder zu Will. Und da wir ja schon einmal geflogen sind, müsste der eine Info für uns haben. Alex, es gehört dir. Drück. Ja, das weiß ich ja. Ja. Na. Warum sprichst du jetzt nicht mit mir? Oder muss ich erst mit dir reden? Das Flugzeug ist fertig und es fliegt sogar. Muss ich noch einmal fliegen oder was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder habe ich schon... Moment, habe ich von ihm schon was bekommen und das gar nicht mitgekriegt? Utensilien? Nee, ich habe noch nichts von ihm bekommen. Das ist jetzt sehr komisch. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher. Müssen wir vielleicht erst... Da wollte ich gar nicht hin. Mensch, nein, danke. Geflogen sind wir doch schon einmal kurz, ne? Ja, sind wir. Ich muss einmal kurz zur Goldküste, glaube ich. Zur Goldküste. Da war doch dieses, nicht dieses Touristikbüro, ich meine was anderes jetzt. Dieses... wie hieß das denn? Bürgermeisterbüro, Rathaus, irgendwie sowas in der Richtung, wo die alle versammelt waren und da debattiert hatten, was sie machen können, um das Land irgendwie attraktiver zu machen. Das war in der das war auch bei Goldküste, glaube ich. Und da will ich nochmal eben hin, denn ich bin der Meinung, dass man denen irgendwie Vorschlag machen könnte, da eine Landebahn zu bauen. Und dann kommt da eine Landebahn hin. Irgendwie sowas war das. Das möchte ich mal eben hinkriegen. Jetzt weiß ich aber nicht, wen wir zuerst ansprechen müssen. Ich dachte eigentlich, dass wir erst Will ansprechen müssen, damit er die Pläne rausrückt. Aber anscheinend müssen wir erst mit denen in der Goldküste hier reden. So, wo war jetzt hier der Bürgermeister? Mal gucken. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Mal gucken. Ja, sehr gut. Es gibt hier viele Attraktionen, das Essen ist gut, die Koalas sind süß. Dennoch haben wir kaum Besucher, ich frage mich warum, genau. Wir machen uns täglich Gedanken, wie man die Stadt bekannter macht. Und irgendeiner sagt hier was. Genau hier, es gibt Flugmaschinen, die uns befördern können. Wie nützlich. Und ich glaube, dieser Satz war jetzt notwendig. Die wissen das jetzt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mit Dings reden. Wie heißt er? Mit Will? Ey, das ist jetzt echt ein bisschen doof, ne? Jetzt muss ich extra wieder zurück. Oh, ich kann euch das jetzt nicht ersparen, Leute. Ich möchte das ungern rausschneiden. Dann haben wir jetzt wieder einen Part, bei dem wir nur hin und her eiern mit dem Schiff hier. Es tut mir leid. Aber ich kann euch versprechen, dass es danach weitergeht direkt. Ich brauche nicht mehr nach der Story suchen. Wir sind ja vorhin einmal kurz geflogen. Und da habe ich euch gesagt, es bringt uns noch nichts, weil es noch keine anderen Landebahnen gibt. Und das ist nicht ganz korrekt. Es gibt ja tatsächlich ein Gebiet, wo wir ohne Flugzeug gar nicht hinkommen. Und zwar ist das Russland. Ja, wir können nach Russland. Und da gibt es eine neue Stadt, die wir erkunden können. Und ich glaube, dass in Russland sich der Beruga versteckt. Das glaube ich jetzt. Ich meine mich da ganz dunkel an was zu erinnern.
Und das möchte ich gleich gerne überprüfen, ob das denn so stimmt. So. Und jetzt wollen wir nochmal mit Will reden. Zur Sicherheit hebe ich, glaube ich, noch einmal mit dem Flugzeug ab und lande wieder. Ich bin mir ziemlich sicher... Nein! Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das gemacht haben. Wir sind kurz geflogen und haben danach auch gespeichert. Aber ganz kurz einmal eben starten, einmal landen. Damit er denkt, ja, wir sind geflogen. So, yay! Wir können ja einmal nach Australien hier düsen. Mit dem Flugzeug. Miau. Dann machen wir das auch nochmal bildlich. Hier sind wir in Australien. Schön. Hier, da. Guckst du. Da, Australien. Da ist die Goldküste. So, vielleicht hat das Spiel sich das jetzt gemerkt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls müssen wir jetzt wieder landen hier oben. Hoppadabadau. Und so, und gleich unternehmen wir eine richtige Reise mit dem Flugzeug. Nach Russland. Aber ich möchte eben diese Pläne bekommen. Das möchte ich ganz gerne nochmal eben machen, bevor wir jetzt da unsere Zelte abbrechen. Hier in Great Al, in den Great Lakes. So, komm, das muss jetzt funktionieren. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich schon wieder ratlos, dann fliegen wir einfach nach Russland. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der uns irgendwelche Pläne geben muss. Wie auch immer das funktioniert. Hallo, da, ist das Fliegen nicht wunderbar? Ich habe eine Bitte. Wenn du in eine Stadt kommst, in der man sich fürs Fliegen begeistert, dann gib dort diese Landbahnskizzen ab. So. So können selbst weit entfernte Länder leicht erreicht werden. Tust du mir den Gefallen? Sicher. Sicher, du kannst mir die Skizzen geben. Du tust es? Toll, ich verlasse mich auf dich. Alex erhält... Landebahnskizzen. Yay. So. Ja. Und normalerweise, Leute, müssten wir jetzt wirklich nochmal eben zur Goldküste hin. Es tut mir wirklich leid. Nee, ich schneid's nicht. Wir segeln da eben einmal schnell hin. Und dann, wie versprochen, geht's mit dem Flugzeug nach Russland. Nein, ich will doch nicht immer da rein. Finde ich auch sehr interessant. Wir sind eben von oben in Liberita reingekommen, kam aber dann bei der Dorfansicht doch von unten nach Liberita rein. Ist schon interessant. Komm, eine letzte große Reise. Nochmal hier unten rum. Es gibt leider keinen kürzeren Weg. Und mit dem Boot ist es ein bisschen langsam. Ja, tut mir leid. Es geht leider nicht anders. Wir müssen hier rum. So, dann sollten wir nämlich die Goldküste auch zum Wachsen bringen. Und ich glaube, mit den ganzen Tauschgeschäften, mit dem Handel, sind wir soweit erstmal am Endpunkt angelangt. Denn ich wüsste nichts, was wir noch irgendwo abgeben müssten oder können. Wir haben doch immer dieses Fiebermittel, dieses Schlafmittel da. Aber das will ja keiner so richtig haben. Das können wir vielleicht irgendwann nochmal beim Arzt vorbeibringen oder so. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kann das ja nochmal irgendeiner gebrauchen. Ich bin mir nicht sicher. Das kann ich irgendwann nochmal offscreen nachgucken, wenn ihr möchtet, was mit dem Fiebermittel ist. Weil das müssten wir eigentlich noch irgendwo loswerden, denke ich. War hier, ne? So, jetzt rede ich nochmal mit dem Honk hier. Der hat bitte die Idee mit den Flugzeugen gemacht. Es gibt Flugmaschinen, lalalala. Ne, der will nicht. Du? Wir machen täglich Gedanken, wie ich das schneller machen kann. Es gibt hier viele Attraktionen. Das Essen ist toll. Dennoch haben wir keine Besucher. Frag mich nicht warum. Ich habe die Skizzen gar nicht ausgewählt. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum keiner darauf reagiert. Nochmal. Was? Was hast du da? Was? Was? Kann man damit Landeplätze für Flugmaschinen bauen? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die Skizzen haben? Na klar. Natürlich. Das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizzen gab. Alex hat die Landebahnskizzen. Großartig! Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Yay! Wenn das nicht schön ist. So. Okay, jetzt haben wir das ja endlich geschafft, Leute. Und jetzt segeln wir mal schnell zurück und dann fliegen wir nach Russland. Und es sind gleich wieder 10 Minuten rum. Oh, es tut mir so leid. Aber da haben wir noch ein bisschen was Neues gleich in diesem Part. Aber das wollte ich unbedingt noch heute ausprobieren. Das konnte jetzt nicht noch eine Woche warten oder so, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Weil ich weiß nicht, ob ich dieses Wochenende nochmal zu einer neuen Aufnahme komme, weil ich ein bisschen beschäftigt bin dieses Wochenende. Ich kann es auch nicht versprechen, ob ich noch wieder aufnehme. Das wollte ich unbedingt noch heute Abend machen. Gut. Also, können wir jetzt endlich
ein neues Gebiet erkunden. Ich weiß noch nicht, wie die Stadt in Russland heißt. Ich weiß nur, dass da eine war, aber... Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt nicht eine Ableitung von Moskau oder so war. Kann ich mir noch fast sogar vorstellen, dass das so ähnlich heißt. Aber ich glaube, es war was anderes. Ich weiß es nicht mehr genau. So, aussteigen bitte. Okay, Liberita. Dann geht's jetzt endlich mit dem Flugzeug los. Okay. Ich könnte einen Schluck trinken, wenn ich die Flasche aufkriegen würde. Sehr gut. Ja, jetzt fliege ich mal nicht. So. Hoch da und ab geht die Post. Wir düsen hier hinten hin. Tada! Yangtze, da waren wir schon mal. Hier links übers Gebirge rüber. Und hier sind wir auf einmal in... Wo sind wir hier eigentlich? Hier steht nichts. Auf jeden Fall ist hier unten ein Dungeon, wie ihr sehen könnt. Und da oben ist ein Dorf. Oder eine Stadt. Und hier landen wir mal. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hier ankommen. Ah. Oh. Gut. Ein neues Gebiet. Bevor wir da reingehen, gucken wir nochmal den Rest hier ab. Ob sich hier irgendwo noch was verbirgt. Denn ich möchte natürlich jede kleine Ecke nach Schätzen absuchen. Besonders so eine kleinen grünen Punkte hier. Wo sich überall was verstecken kann. Das scheint nichts zu sein. Hier ist ein Stück Wald. Da ist nichts. Aber hier ist noch Waldgebiet. Hier ist Sibirien. Ah ja. Aber das sieht doch verdächtig aus, hier so eine Ecke. Nee, auch nicht. Nichts in Sibirien hier. Kann ich mir nicht vorstellen. Komm, irgendwo ist hier bestimmt was. Dieses Stück hier laufe ich nochmal eben ab. Komm. Irgendwas. Kleines Stück Wald. Nur ein kleiner Fussel irgendwo. Sieht nicht danach aus. Wir können hier hoch. Das ist eine Höhle. Ah, cool. Mal gucken, was hier ist. Oh, zwei Seile. Und die alte Portalmusik. So, mal gucken. Was gibt's hier? Ganze Menge. Also hier ist nicht besonders viel, aber das hätten wir vielleicht auch unten lang gemusst. Und immer wenn diese Musik ertönt, hört es wieder, ich mag sie. Es ist ein Witz hier, dass hier gar nichts ist, oder? Aha. Den Aura-Stab. Klingt gut, oder? Ich glaube, das klingt gut. Eine Rüstung hatten wir lange nicht mehr bekommen, fällt mir gerade so ein. Der ist nochmal zwei stärker. Den nehmen wir, den Aura-Stab. Sehr schön. Kann ja nicht schaden. Seht ihr, haben wir sogar noch eine neue Waffe in diesem Part gefunden. Und vielleicht können wir dem Dorf noch einen Besuch abstatten. Mal sehen. Oder ist hier noch was in der Schneegegend hier irgendwo? Das gilt auch als Sibirien, okay? Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist ein Stück grün. Da ist aber leider nichts. Schade. Hätte ich mir gut vorstellen können. Ich könnte jetzt natürlich dieses ganze Schneegebiet einmal absuchen hier im Zickzack, aber nee. Ich glaube, das ist auch nicht in eurem Interesse, wenn ich jetzt hier alles ablaufe. Ich glaube aber auch nicht, dass da was ist. Das wäre ein bisschen sehr fies. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass hier irgendwo was ist. Aber na, vielleicht mache ich das irgendwann mal offscreen, dass ich hier gucke. Ich will euch auch nicht zu Tode langweilen. Gut, dann ist da halt nicht mehr. Da vielleicht noch was? Nee. In die Burg gehen wir mal noch nicht rein. Gucken wir hier links nochmal lang. Hier ist noch ein Stück grün. Aber, wie es aussieht, ist hier auch nichts. Sowas. Äußerst wenig hier. Dann gucken wir uns mal diese Stadt an. Tempel. Okay, Tempel. Musik aus Luran. Wenn du mehr wissen willst, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Aha! Ich bin auf dem richtigen Weg, das ist sehr gut. Er wird alle Qual verbannen. Selbst den Tod wird er bezwingen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht nach einem Händler aus. Der Schuppenmantel wird dich stärken, Hollerö.
willkommen. Welcome.